Hier ist Rockpop Live, ich bin Eckart Borutto und hier sind Rachel, Volker und Danny. Und zusammen seid. Hi. Genau. Zusammen seid ihr die Band Glow. Einer fehlt noch. Genau. Wer ist das? Der Andi, der ist gerade, unser lieber Gitarrist mit dem Bärtchen, der ist gerade am Auto und holt noch was. Läuft also im Regen vorbei, hier bei euch in Hamburg. Und wird aber auch gleich da sein. Alles klar, wir legen nämlich jetzt schon mal los, denn inzwischen fängt hier schon die Band Punch TV an aufzubauen und dann wird's laut. Punch TV, darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen hier im Norden. Ihr kommt ja aus dem Süden, wo genau? München. Wir wohnen jetzt alle in München, ja. Jetzt alle in München. In München habt ihr euch auch kennengelernt? Ja, in München haben wir uns kennengelernt. Ja. Aber wir sind immer wieder froh, wenn wir hier oben sind, natürlich, ist ja klar. Ich als Fischfreak, ist logisch. Genau. Wir sind eh sehr oft in Hamburg, also wir waren... Ja. In den Stationen der Geschichte der Band. Genau, komm ruhig ein bisschen näher. Ja, ich habe zwar Döner gegessen, da musst du dir halt die Nase. Merkst du, du wolltest freundlicherweise nicht sagen. Erschwerte Bedingungen hier. Nein, wir waren schon sehr oft in Hamburg. Wir lieben auch das Hamburger Radio, Delta Radio und so weiter. Ist richtig klasse, muss man schon mal sagen. Das ist schön, dass ihr für die Wettbewerber, hätte ich jetzt fast gesagt, Werbung macht. Ihr wart aber bei einem anderen Fernsehsender gerade eben, bei Hamburg 1, ne? Ja, waren wir auch. Also ich sehe das auch nicht so eng. Ich meine, es ist für eine Band allgemein sehr wichtig, in den Medien zu erscheinen. Und es ist super, wenn sich Sender, Radiosender und dergleichen wie ihr und all die anderen eben dafür interessieren und dann uns als Band die Möglichkeit gegeben wird, ebenso auch. Genau. Und in diesem Sinne grüßen wir nochmal Dieter, bei dem wir gerade live in der Sendung waren. Und seinen Hund, wie heißt er? Anton. Nee, also verzeih mir diese... Ich verzeihe das alles. Aber nur, wenn ihr mir jetzt verratet, wie lange es euch schon gibt. Seit Herbst 96, ganz genau. Ja. Also 3 Jahre. Richtig. Und in diesen 3 Jahren habt ihr schon unglaubliche Erfolge erzielen können. Ihr habt ziemlich schnell einen Plattendeal bekommen. Ja. Ihr habt dann auch ziemlich schnell einen Sommerhit gelandet. Ja. Dann wart ihr Stammgast, kann man fast schon sagen, mit euren Videos auf MTV und Viva. Jetzt seid ihr sogar in dieser Sendung gelandet. Ja. Und als Höhepunkt eurer Karriere noch bei Dieter Live. Ja. Richtig. Ja, wie macht man das? Also nur gute Songs alleine bringen ja nicht den Erfolg. Ja, Bestechung. Ja. Ganz klar. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Ja, wir waren nur und brauchten das Geld, ne? Also unsere Körper und so, ne? Ja. Rachel, oder? Du musst ja immer ranhalten, ne? Danny, ne? Aber das ist ja auch genau. Wir haben ein gutes Management. Ja. Nämlich mich. Ja. Und dann haben wir eine gute Plattenfirma, das ist Gun Records und ein sehr gutes Booking, das ist Contra Promotion und jetzt können wir Werbung für alle machen. Wir haben halt alles nette Leute. Ja, Wert drauf gelegt, dass wir mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen wir auch wirklich zusammenarbeiten wollen. Und da stimmt die Harmonie, sage ich einfach mal. Das stimmt alles irgendwie zusammen und die Leute, mit denen kommen wir gut aus. Rachel, ha? Oder? Was sag ich? Jetzt nicht nein. Leute, mit denen ich gut aussehe. Hey, ja, das ist auch Andi schon. Das geht bei den Kammerspielen. Jetzt kommt Andi rein. Hey, super. Andi hat so einiges mitgebracht hier. Genau. Hier. Also das ist unser Gitarrist, von dem wir geredet haben. Genau, ich bin der Andi. Hallo. Das ist die Katrin hinter der Kamera. Katrin, du kannst ja mal einen Spiegel filmen, dann sieht man dich auch. Katrin, schau mal bitte. Nächstes Mal. Was müsstest du denn da reinfilmen? Hinter dir da ist der Spiegel. Sie traut sich nicht. Guck mal. Ja, da so ein Stückchen. Schau mal. Nee. Hallo. Jetzt sind wir alle sozusagen im Bild gewesen. Geil. Jetzt sind wir alle im Bild, jetzt sind wir auch alle zusammen hier. Zusammengerauft habt ihr euch auch schon bei dieser besagten Plattenfirma, nämlich bei BMG. Ja, genau. Wir waren gerade dabei, mal zu erläutern, wie man in so kurzer Zeit so viel Erfolg haben kann. Und er meint so gutes Management und so weiter, nimmt er alles hier selber in die Hand, der Danny. Ja. Ja, du warst Produktmanager bei BMG. Genau, ne? Vorher gewesen, ja. Mhm. Und aber eigentlich mehr oder weniger nur zum Mittel, zum Zweck, also dass ich eigentlich mehr oder weniger mit der Musik immer was zu tun haben kann. Und war vorher auch schon Musiker in Anführungsstrichen und nebenbei auch Musiker eigentlich schon immer gewesen. Hab das halt nur gemacht, weil es halt für mich wichtig war, auch irgendwie mal was gelernt zu haben. Und das war dann dort Industriekaufmann. Wir haben parallelen Weg. Ja, ich habe auch Industriekaufmann gelernt, ich bin auch Produktmanager geworden. Hey, ich bin auch Musiker geworden. Ja, super, geil. Aber du bist beim Fernsehen. Irgendwas fehlt mir noch dabei, oder? Und was für ein Sender, das sollte man nicht außer Acht lassen. Du, auf jeden Fall. Du hast auch was Kaufmännisches gelernt, du hast relativ spät erst mit der Musik angefangen, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Das ist richtig, ja. Also mit 17? Mit 17 Gitarre gelernt, ja. Stimmt, woher weißt du das? Ja. Aus der internationalen Presse, genau wie ich bei dir weiß, dass du auch relativ spät angefangen hast mit Trommeln, ne? Das wollen mit wir uns nachher mal ein bisschen...
genauer ansehen. Mit Trommeln spielen. Wieso macht eigentlich jemand wie du so laute englische Beatmusik und dann noch Trommeln und so? Du hättest doch zum Beispiel auch Fotomodell werden können. Ah, das war die Überleitung, meine Damen und Herren. Raffiniert. Insider. Richtig. Ja, erzähl mal, du warst international schon ziemlich erfolgreich. Ich war international erfolgreich, genau. Es ging ab. Du bist irgendwie schon durch die ganze Welt gezogen. Das ist wahr, aber das bin ich vorher auch schon, weil mein Dad, meine Eltern eigentlich Musiker sind, alle in der Verwandtschaft. Das heißt, ich habe da irgendwie, sind dann halt in Zelten und auf Knien rutschend durch die Welt gezogen. Nein, ja, wir sind halt rumgezogen. Ich habe Klavier gelernt, irgendwie 15 Jahre, dann Gitarre, bla bla. Und dann rumgemodelt und dann Schlagzeug gelernt. Und dann bin ich hier gelandet, hier in diesem Backstage-Raum mit dir. Cool, ja, genau. Ist das cool? Wie gesagt, das ist einer der Höhepunkte. Das, ne? Ist bis der jetzt, Höhepunkt. Bis darauf jetzt. Ein Milky Way, Kinder. Ja, euer Sommerhit, das war der Mr. Brown. Jetzt habt ihr wieder was auf den Markt geschmissen. Ja. Das war Lamppost, ja, genau. Lamppost. Heißt das Lampenpost oder was heißt das? Das heißt kleine Lämmchen, die gegen den Zaun geschmissen werden. Die Nein, Post das heißt klitzekleine. Nee, Lamppost. Dings Marterpfahl. Ja, genau. Marterpfahl, ja. Ja, wenn man sich das Video dazu ansieht, dann kann man das fast denken, weil die sind alle mit Blessuren nachher. Davon gekommen. Ich kann das gerne kurz erklären. Also Lamppost heißt Laternenpfahl und wie man auch aus dem Video erkennen kann, ist, dass man dass der Song eigentlich darüber handelt, wie man gegen den Laternenpfahl rennt und was so alles so für Schicksale einen damit treffen können und dass einem halt im Leben ab und zu mal Missgeschicke passieren und dafür ist so der Song eigentlich so synonym dafür. Und da haben wir auch im Video halt drauf Wert gelegt, dass das als Thema halt dort auch verfilmt wird. Deswegen sieht das da auch alles etwas chaotisch aus. Soll so sein. Ja, genau. Ja, wir haben eben schon über Rachels Eltern gesprochen. Bei deinem Namen fällt mir auf, du heißt ja mit vollem Namen Danny Leslie Humphries. Ne? Genau. Sind deine Eltern irgendwie Fans von Les Humphries gewesen? Ja, total brutal. Aber du auch, oder? Ja. Wer nicht, ne? Ja, nee, ich habe da schon gehört davon, ja. Aber ich versuche immer, sage ich mal, in den Interviews das so ein bisschen rauszulassen, auch wegen der Band eigentlich so ein bisschen und da nicht so groß drauf einzugehen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass meine Mutter... Du bist zu spät. Meine Mutter ist auf jeden Fall ein großer Fan von uns. Wie heißt die? Die heißt Dunja Reiter. Ja, jetzt haben wir das mal aus deinem Munde gehört. Ja. Ja, du wirst das raushalten. Trotzdem, vor einiger Zeit ging das durch die Presse. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alte Wunden aufreiße. Nee. Dein Vater ist tot, dann hieß es, nee, ist eine Presseente, ist nicht tot, ist doch tot oder dann doch ist untergetaucht aus diversen Gründen. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm ist. Keine Wirklich Ahnung. Nicht? Ich habe echt keine Ahnung. Ja. Ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Der okay. Hat sich bei meinen Eltern versteckt. Genau. Und meine Schwester. Die Eltern halten zusammen. Ja, weil Andis Eltern, die arbeiten nämlich bei der Bahn und es ist bei ihm so, dass es nämlich so ist, dass er natürlich sehr, sehr gute Connections zur Bahn hat und dann mein Vater bei denen unterkommen kann. Die Bahn, ja. Ist gerade wieder ein Zug bei Winsen-Luhe verunglückt. Aber wir lassen jetzt Bahnunglücke. Bahnunglücke und Eltern lassen wir jetzt erstmal abgehakt hier. Kommen wir nochmal zu Folge. Was sagt dir Birth, School, Work, Death? Oh, das sagt mir eine ganze Menge. Das sagt mir die Godfathers. Das sagt mir 1900. Oh, das weiß ich nicht mehr genau. 1800. 95, 93, so in dem Dreh Hamburg Markthalle. Und ich mit meiner damaligen Band The Works, als Gitarrist noch damals unterwegs, Support gespielt. 10 Shows, das war so die kleine Deutschland-Tour der Godfathers, die haben es auch nochmal versucht. Leider sind die Alben nach der Birth School Work Death nicht mehr so erfolgreich gewesen. Aber es war sehr spannend mit denen, die waren sehr nett. Also man hat ihnen nicht angemerkt, so von wegen Stars. Und wir hatten keinen Plattenvertrag und nichts, haben uns auf ganz doof da beworben. Mhm. Bei dem Booking damals, Blue Star war das, glaube ich, oder so, Promotion. Und haben einfach mit einem normalen Demo bei denen die Zusage bekommen. Donnerwetter! Super. Aber die sind immer in Anzügen rumgelaufen, ne? Das durftet ihr wahrscheinlich nicht. Also so ein bisschen sozialer Status wurde schon rausgekehrt. Nee, also... Die war jetzt auch nur Spaß, war Quatsch. Schade, dass die Godfathers keinen zweiten Knaller gehabt haben. Das war ein richtig großes Ding. Ja, ne? Was ich cool finde, ist, das sind ja auch zwei Brüder und machen schon sehr, sehr lange Musik. Und der Peter hat immer erzählt, es ist ihm eigentlich total egal, wie erfolgreich er ist. Er macht halt dann wieder ein paar Jobs nebenbei und jobbt drum und macht und tut, ne? Bis halt wieder was läuft und er nimmt sich immer wieder die Zeit, geht im Proberaum, geht ins Studio
und lässt sie nicht kleinkriegen. Und das bewundere ich also dann schon an einem Menschen, also an einem Musiker, einfach nicht zu sagen, okay, jetzt verdiene ich da keine Kohle mehr, jetzt bin ich nicht mehr berühmt, sondern das geht halt wirklich hoch und runter und hoch und runter. Ne? Das bewunderst du an den Menschen. Ich bewundere ja an den Menschen, wie man so cool bleiben kann, wenn man mir derartig befingert wird. Support bei den Godfathers. Heute habt ihr Punch TV als Support. Wir schauen jetzt erstmal bei euch rein und dann schauen wir bei Punch TV rein. Lasst die Kamera mal nochmal laufen, weil jetzt kommen nochmal zwei Hinweise. Wahnsinnige. Für meine Coolness. Edgar, du bist einer der Obwohl ich habe Probleme, das muss ich allerdings sagen. Du bist einer der bestvorbereitetsten Leute, mit denen wir es zu tun haben im Fernsehen. Dafür ehren wir dich hier. Echt, ich habe das eben nicht verstanden. Also kannst du das nochmal sagen? Super. Kannst du nochmal ganz laut. Das ist echt wahr. Die ganzen Pfeifen, bei denen wir sonst so sind, also pfeif auf sie. Ich schaue deine Sendung, wenn ich hier bin. Wann kann man das sehen? Das wird am zweiten Montag im Oktober